Moin Moin, hier ist mal der Ben aus Flensburg, ich grüße euch. Es geht weiter, LS 15, Graben des Kaukasus, Version Bau 1.3, das Teil 6. Und da ist ja jetzt neuer Volvo-Tümper rausgekommen. Den hatte ich mir gekauft gehabt und probiert. Also der hat Sand geladen, war alles herrlich, passt auch. Sand und Kies, bloß mit dem Fahren. Also der konnte nicht nach rechts rüberfahren und nach links richtig rüberfahren. Und rückwärts ging auch nicht so richtig. Und jetzt habe ich mir den Cut-Tümper gekauft, weil ich wollte mal damit arbeiten, weil ich so einen früher selbst auch gefahren habe. Der hat auch, also wenn es wieder mein Ohr, der hat gar keine Straßenzulassung, aber doch, den kann man als Straßenzulassung bekommen. Ja, ich habe als Straßenzulassung gefahren, und zwar in Flensburg. Da war eine große Baustelle und da sind wir dann von Flensburg nach Elland immer gefahren. Also das ist kein Problem gewesen. Wir hatten eine Sondergenehmigung dafür. Aber hier, da sieht es eben schön aus. Von innen ist auch schön, sogar schön animiert. Man kann die Tür aufmachen, Innenlicht anmachen, die rechte Fensterscheibe aufmachen. Bloß das Problem ist eben, der lädt keinen Sand und Kies. Da muss ich mal gucken. Wir haben gekauft jetzt, was ich damit dann mache. Also da lädt Weizen und all so ein Krimskrams. Aber nicht für was er normalerweise gedacht ist. Das lädt ja nicht. Naja, mal schauen, sonst ist alles soweit beim Alten geblieben. Ich wollte also nur mal ein kurzes Video heute wieder hoch machen, obwohl schön Wetter ist. Nachher meinte ich, ich mache das nicht mehr. Aber doch. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich am Wochenende, ich werde irgendwie bestimmt Samstag oder Sonntag noch mal eins hoch machen. Aber sonst wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Sage ciao, ciao, Herr Benno Franz. Bis zur nächsten Folge. Moin, moin.